Hallo Leute, ich bin Lukas von Alle mit der Toran. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Try Shadow of the Film. Wir sind immer noch da und ich möchte nur mal dazu appellieren, dieses unglaublich aufregende Hintergrundgeräusch zu hören. Ich verstärke es für euch, es ist ungefähr. Ja, genau. Gut. Wir sind immer noch bei dieser Tafel. Ein Stadionfall. Kreischender Fans und eine spektakuläre Halbzeitshow. Das wäre grandios. Oh mein Gott, nein, jetzt schon wieder ein Song. Ich sollte eigentlich Gemeinschaftskunde lernen, aber hab grad sturmfrei. Und hab deshalb keinen Bock und ich sollte aufhören zu rappen. Qualifikation der BB Part 2. Wenn ich bald gibt's einzige Schlägerei und nach jeder Line wird ein mega geil, lädt mich ein und ja. Cassius Clay! Oh Gott, nicht in diesem Outfit. Egal, was muss ich tun? Ich glaube, ich muss. Was? Was? Also das Lied geht ja bis jetzt echt richtig ab. Okay, ich drücke nur irgendwas. Oh mein Gott, die Masse dreht wieder mal richtig durch. Oh, oh, oh. Puh, ich muss jetzt erstmal da wieder reinkommen. Also dieses Lied ist mal wirklich richtig das Schlimmste aller. Das sind ja nur ein paar Akkorde, das ist ja echt einfach. Oh Mann. Zum Glück muss ich nicht selber singen, das wäre ziemlich. Oh mein Gott, Herzchen! Was tut sie? Dancing! Mit den Cheerleadern und der Zelle der Führer und da hinten links am Eck. Da steht sie und schaut so. Ja, tut mir. Ich sollte mal meinen Hitler-Komplex irgendwie in den Griff kriegen. Ich meine natürlich. Mein Führerkomplex! Oh je, Führerkomplex. Da mache ich einmal, da passe ich einmal in Geschichte auf und dann kommt sowas raus. Nein, Spaß. Oh mein Gott, oh my fucking goodness! Ja. Bei diesen Tanzfiguren, die habe ich mir nie gemerkt. Ich weiß auch nicht, wie sich das ein 0- bzw. 6-jähriges Kind merken soll. Kommt danach jetzt nicht gleich nochmal so eine blöde Tour. Oh, wir müssen noch die, noch einen Song. Aber wir müssen noch Folgen machen. Nicht ganz am Ende, weil ich glaube, dann kommt man nicht mehr rein. Aber wir müssen noch Folgen machen, wo wir einfach bloß, den ganzen Scheiß ausprobieren. Also, beziehungsweise den Tourbus perfekt einrichten. Da könnt ihr dann vielleicht sogar mitwirken. Ich guck mal kurz, ob mein Mikrofon noch an ist, weil das läuft batteriebetrieben und ich sehe nicht auf die Leuchte. Perfetto, es läuft, Nocke. Was machst du, der blöde Rumtanz? Ach, das soll ich machen. Ah, scheiße. Irgendwie ist die Menge voll nicht gut drauf. Wäre ich auch nicht bei mir. Also, wenn ich mich da auf einer Bühne stehen sehen würde, nee. Ganz ehrlich, da wäre ich überhaupt nicht auf dem Häuschen. Oh, perfekt. Ja, genau. Wie viele Sterne kriege ich? Oh nein, es ist noch nicht aus. Ah, ich sollte irgendwas drücken. Das ist zu anstrengend für mich. Komm, wie viele Sterne kriegen wir? Mindestens minus 10, oder? Komm schon, mindestens minus 10 Sterne. Was? Oh Gott, wir haben komische Sachen für den Turbus gekriegt. Und 1, 2, 3, 4. 4 Schweinedollar. Wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Doch, 4 Schweinedollar. Oh mein Gott, wir sind im Turbus. Ich glaube, wir sollten uns umziehen für den großen Auftritt. Lad mal schneller, atme schneller.
Diese Musik ist ein verkackter Arsch. Also, hier. Arsch mit Flügeln. Ein Arschgeweih. Schmetterling auf der Pobacke. Tut mir leid. Können wir hier irgendwas ändern? Ja, nein. Cool, wir könnten ein anderes Bett hinstellen, aber nee, das mag ich nicht. So, was können wir denn in diesem Raum tun? Können wir diese Ich möchte den Teppich umstellen, ich möchte die Kommode verändern. Ja, sieht irgendwie besser aus. Keine Ahnung, ich klappe einfach mal schnell auf dem Weg zum Klamottenschrank alles ab. Wir haben noch kein... Haben wir ein neues Sofa? Ja, aber nein. Kein Hippie. Nein! Haben wir eine neue Küche? Nee, wir lassen schön brav diese Küche drin. Diese ganzen Hippie-Blumen-Sachen sind nicht so mein Fall. Aber dann eine Other Couch. Ja, Mann, sieht die geil aus. Die ist ja viel geiler. Schrankwand, wir haben die da. Die sieht vielleicht nicht schlecht aus. Die sieht halt, also wir haben ja gerade die hier. Nee, die haben wir nicht. Doch, die hatten wir vorhin. Dann gibt es ja hier die da. Aber irgendwie, die sieht episch aus, was das? Ach, und so ein Dingtisch, so ein Spieltisch. Nee. Wir machen da dieses geile. Wir machen Amerika rein mit Bildschirm. Nee, Tapete. Oh, cool. Wir können den Hocker theoretisch an. Egal, wir gehen jetzt kurz um 10. Einfach nur was Kleines. Viel. Das kleine Schwarze und so, ne? Was haben wir denn oberteiltechnisch? Da. Das wäre jetzt mal Classic. Ach, nehmen wir einfach das hier. So, der ganze andere Bullshit stimmt schon. Ich habe keine Ahnung, ob mir Mädchen zugucken. Das würde ich mal wissen. Würde mich interessieren, ob so ein nicht wirklich ernst gespieltes Let's Play auch Mädchen angucken. Also, Mädels, schreibt in die Kommentare, dass ihr Mädel seid, falls ihr Mädel seid. Ja, egal. Also, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Mädchen seid und diese Folgen guckt. Ja, geil. Ach komm, Leute, halt die Fresse. Das ist nur Hannah Montana. Niemand anders. Oh Gott, es geht mit... Was ist das für ein Song? Es tut mir leid, aber dieser Song ist ziemlich lahm. Gut, alle Hannah Montana Songs sind scheiße, aber dieser ist ziemlich lahm. Bis jetzt. Oh je. Da schrottet man seine Tastatur. Oh mein Gott. Ja, das ist... Boah. Respekt an diese 0- bis 6-jährigen Kinder, die das hinkriegen. Ohne nochmal irgendwo nachzulesen. Boah, aber bei solchen Liedern wie den hier gerade denke ich mir wirklich, Hannah, halt die Fresse. Wow, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich sollte nicht schlafen. Nochmal Glück im Unglück gehabt. Ganz ehrlich, ich drücke nach links. Das springt nach links, aber nicht so, dass ich es erwische. In der Mitte, weil es ja da mehr Punkte gibt. Dann drücke ich rüber und es erwischt rechts. Und auch nicht die Mitte. Cool. Und ich krieg's nie hin in einem Lied mal, diesen Gesangspart ohne Fehler zu machen. Das ist echt schlimm. Ja, die Meute ist gerade ganz gut, nur gleich, wenn ich tanzen werde. Also wenn ich tanzen muss, dann wird es wieder voll in den Keller gehen. Boah, Mann, das stresst, ey. Warum tue ich mir sowas nur an? Cool, ich bin teilweise schneller als diese Anzeigen, die sagen, was man tun muss.
Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es wird gar nicht das gemacht von der, was ich hier mühsam erklicke. Ja doch, die posen dann schon, aber die macht's ja auch ohne, dass ich irgendwas tue. Und die Wasser geht wieder in den Keller. Bitte nicht mit Tanzen enden. Dankeschön. Kann ich diese Gesangsanlage fehlerfrei abliefern? Oh, jetzt habe ich mich schon gefreut. Ach nee. In your face! Oh je. Universität, ich muss mir Was? Fünf? What the fuck? Oh, ein neuer Billardtisch. Cool, ich lasse trotzdem meine Amerika hängen. Und Schweinedollar, das ist kracht. Ja, fünf Sterne, fünf Schweinedollar, wer hätte gedacht? Also, wir kommen an Universität raus. Was müssen wir tun? Ja, ich muss übrigens gucken, dass ich nicht immer zu nah ans Mikrofon komme, weil sonst habe ich dieses Dildo-Mikrofon irgendwann in der Presse. Oh mein Gott. Back to the real life. Du da, hey! Hey, Oswald. Ich? Ja, du. Du schon wieder. Mit dir habe ich noch ein Hütchen zu machen. Wegen dem, Krokodil. Stellen Sie sich hinten an. Ich habe nämlich ein Hühnchen in Brontosauriergröße mit ihr zu rupfen. Hey, Jackson. Wie war der Unterricht? Der muss doch unglaublich gewesen sein. Mal sehen. Peinlich, erniedrigend und entwürdigend. Also zusammengefasst, Jackson. Oh, also ein ganz normaler Tag für dich. Oder so ausgedrückt. Sehr lustig, Miley. Und apropos lustig, ich kann Dad immer noch lachen hören, obwohl er schon wieder bei der Farm ist. Ich gehe zum Streichelzoo zurück. Da kann ich wenigstens mit erhobenem Kopf rumlaufen. Oder mit abgebissenem. Jackson, so wie dein Tag läuft, würde ich lieber mit dem Kopf nach unten laufen. Sonst trittst du noch wo rein. Oh, böse. Oh, dein Z-Phone klingelt. Who's it? Miley, Liebling, wir bereiten uns auf eine Spendenaktion in der Meadow Hall. Oh, Meadow Hall. Deine Oma möchte, dass du hier ein wenig hilfst. Okay. Klar, Dad. Alles okay? Oh ja, ich erhole mich noch von dem Tag im College mit Jackson. Soll ich ihm sagen, dass ich weiß, dass er die Anmeldung verpasst hat? Ja. Nee, dafür macht es zu viel Spaß. Bin ich auch der Meinung. Bis bald. So, dann geht's in The Meadow Hall. Also nearly in The Meadow Hall. We are nearly going into The Meadow Hall. But first we are going to the farm and are speaking with Ruby. Ruby. Alter, mit mir. Oh, ich hab Miley, viel. Wir brechen jeden Moment zur Meadow Hall. Oh mein Gott, zur Meadow Hall. Bist du so lieb und siehst nach, wie Travis vorankommt? Natürlich, ich geh zu Travis, dem Schätzchen. Klar, Oma. Hauptsache, ich kann Travis wiedersehen. Tut mir leid, Miley. Ich hab dich nicht gehört. Oh, ich schon. Ich muss einfach mal rausgehen. Etwas frische Luft schnappen. Ah, yeah. Umgehen. Dies und das nachsehen. Und Travis eine reinhauen. Einfach mal so. Dad! Ich will... Ui, jetzt habe ich einen Tittenflügel. Geflügelte Titten sind die besten Titten. Ja, tut mir leid. So. Dann gehen wir zu Travis, Schätzchen. Jetzt schaff's einmal auf Anhieb, diese scheiß Treppe runter zu gehen. Merci. Ich wollte mich schon bedanken. Nicht tanzen. Epileptischer Anfall. Wuffzi. Tut mir leid. Man macht keine Witze über Epileptiker. Ich hab Flügel. Dann rein mal zu Travis. Los, auf geht's. Die Folge ist gleich aus. Mach hin, ne? Ach, da liegt übrigens das Sternfenster. Plötzlich. Travis! Travis? Oma will wissen, ob alles bereit ist. Für die Meadow Hall. Ja, alles fertig. Finde ich top. Wow! Oh mein Gott. Der Hühnerstall sieht verdammt cool aus. Brauchst nein. du noch was? Klar. Wie wär's mit dem Vorderfenster für den Hühnerstall? Ich hab's in Derek's Streichel zu vergessen. Oh, ein Fenster. Klar.
Hatte zwar auf was anderes gehofft, zum Beispiel aber ein Blowjob zur Entspannung. Natürlich ein Fenster. Das habe ich gehört. Ein Blowjob zur Entspannung. Das habe ich gehört. Es hat gepasst. Okay, dann würde ich sagen, beende ich für heute diese Folge von Let's Trieschen am Antenner, der Film. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann lasst es bleiben. Wenn ihr Bock habt und noch kein Abonnent seid, dann smash den Abo-Button und folgt uns auf Twitter und Facebook. Links unten in der Beschreibung. Wenn mal Folgen ausfallen oder so, wird's zumindest immer auf Facebook ab sofort bekannt gegeben. Jo, bis dann. Ciao.